Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Ja, endlich ist es soweit. Endlich ist es soweit. Das erste Fabrik-Skript ist herausgekommen. Link ist wie immer in der Beschreibung. Ich find's super genial. Und zwar, es ist ein Sägewerk. Wir finden dieses unter platzierbare Objekte. Und wir scrollen nach ganz hinten. Zack. Und da haben wir unser Sägewerk. Kostet 200.000 Euro. Ist eine sehr, sehr große Investition. Kostet 10 Euro am Tag. Ist vollkommen okay. Und dieses gute Stück habe ich schon einmal gekauft. Und zwar dort hinten. Wir schauen uns das Ganze eben mal an. Ja, man kann verschiedene Sachen in dieses Sägewerk hineinwerfen quasi. Und kriegt einiges schöne Artikel raus. Und zwar brauchen wir Holzstämme. Die werden dann hier verarbeitet. Wir haben hier einen schönen Monitor, den wir uns mal angucken können. Und zwar, wir brauchen als Rohstoffe Brennstoffe und Holzstämme. Und als Endprodukt kommt heraus Hackschnitzel und Bretterpaletten. Ja, jetzt würde jeder sagen, Brennstoff, was ist denn Brennstoff? Ja, Brennstoff sind entweder Hackschnitzel, die man reinwirft. Finde ich nicht ganz so schön. Strohballen oder Stroh oder Wollepaletten. Jetzt kann sich jeder überlegen, was er da reinwirft. Ich zeige es euch gleich mal mit Stroh. Ich habe schon was Kleines vorbereitet. Ja, und herauskommen, wie gesagt, Hackschnitzelchen und die fertigen Paletten. Und ja, wir testen das jetzt einfach mal und schauen mal, wie das so funktioniert. Ich denke, ich brauche nicht mehr zeigen, wie man einen Baum fällt. Ich denke, das wisst ihr alle, wie das funktioniert mit solch einem schönen Stückchen. Zumindest die günstigste Variante. Ich habe hier schon mal zwei Stämme hingeschmissen. Oh, ist das nicht ein schöner Startsound? Aber darum geht's nicht. Ich will euch das Sägewerk verdeutlichen. So, Poltergabel. Dann nehmen wir mal ein Stämmchen hier. Zack. Und man kann es selbstverständlich mit einem vernünftigen, zum Beispiel einen IT-Runner oder sonstiges, kann man natürlich auch zu dem Trigger fahren. Das ist vollkommen klar. Ich mache es jetzt hier einfach nur schnell für euch. Dass es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt, überhaupt keine Frage. So, das Stämmchen haben wir in der Hand oder in der Zange. Und damit fahren wir jetzt zu unserem Holzstammträger. Und wie gesagt, hier kann man auch mit einem Hänger rauffahren, ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir dieses jetzt hier rüber machen, erkennt er sofort diesen Stamm. Legt diese hier auf den Boden. Also man kann einige hier hinlegen. Und wir hätten jetzt 16.124 Liter, hört sich auch gut an, Holzstämme. Damit 32% sozusagen in diesem Bunker. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Wir holen etwas Stroh. Und dann regen wir auch schon die ganze Produktion sozusagen an. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Baumstamm reicht. Ansonsten haben wir hier noch einen zweiten. Ach komm, wir legen den zweiten auch noch hin. Bevor wir danach nochmal losfahren müssen. Wir haben ja hier das Stückchen rumliegen. Wir haben ja alles vorbereitet. Dann tun wir dieses auch. So, der zweite Stamm. Und alle Heps. Dann sollte das auf jeden Fall reichen. Und dann schauen wir einfach mal, was hier bei rumkommt. So, zack. Und wir sehen, der Haufen wird größer. So. Jetzt aber ein wenig Stroh. Wie gesagt, man kann Strohballen nehmen. Man kann auch einfach nur loses Stroh nehmen. Wir entscheiden uns jetzt aber, weil es einfacher ist, loses Stroh zu nehmen. Da fahren wir einfach an unsere Scheune hier ran. Zack. Würden Sie uns bitte... Oha, ranfahren, habe ich gesagt. Ja, so viel dazu. Das Sägewerk will er zeigen, aber kriegt es nicht hin, Stroh abzuholen. Nein, wir schaffen das. So, Stroh.
Wir nehmen einfach mal eine Ladung. Ich weiß selber nicht, wie viel das gute Stück möchte. So, wir nehmen mal 10.000 mit. Damit die Hütte auch gut brennen tut. So, dann wählen wir mal Abkippseite rechts. Der Trigger für Stroh ist hier vorne. Oder für Strohballen. Hier. So. Und einmal bitte abladen. Dann geht das Ganze hier in diesen Bunker rein. So. Und wir haben Brennstoff, wir haben Holzstämme. Jetzt werden wir die Zeit mal vorlaufen lassen, damit wir auch ein Resultat sehen. Und zack, da geht's los. Und wir sehen hier einen Monitor, der uns Produkte anzeigt und die Rohstoffe anzeigt. Und ich finde es auch eine schöne Animation. Das kommt hier hoch. Das Holzstämmchen wie von Geisterhand. Nein. Mit diesen schönen Greifern hier sozusagen. Zack. Sehen wir da. Und immer schön rein ins Sägewerk. Hier kommen rausgepurzelt die Hackschnitzelchen. Finde ich auch eine sehr schöne Animation, wie die hier rausfliegen. Und wir sehen, wir haben jetzt schon 1200 Hackschnitzelchen. Also es lohnt sich richtig, diese 200.000 Euro in die Hand zu nehmen für dieses Sägewerk. Denn wir haben zwei Stämme raufgeworfen. Und wir haben jetzt schon jede Menge Hackschnitzelchen. Und hier fliegen sozusagen die Paletten raus. Die Holzpaletten. Auch eine schöne Animation, wie sie hier lang. Zack. Und einmal hineingeworfen werden. Und wenn wir jetzt hier nochmal zum Monitor gehen, sehen wir, wir haben jetzt Bretterpaletten von 64%. Also wir sehen, es geht relativ zügig. Also nicht nur, weil wir vorgespult haben, sondern so viele Stunden vergehen nicht, bis es fertig ist. So, und wir bereiten schon mal das Ganze vor. Denn wir wollen die Bretter ja auch verkaufen und wissen, was wir da herausbekommen. Auf diesem Abladeplatz der Bretter passt nur eine Palette hin. Wenn die voll ist, ist die voll. Dann muss man diese halt erstmal wegbringen, beziehungsweise von dem Triggerplatz wegstellen. Und dann geht das Ganze weiter mit der Fabrik. Ist halt nur eine kleine Fabrik. Ist jetzt nicht so, dass man 3 Tage vergehen lassen kann und hat dann mehrere Sachen da. Nein, man muss sich wirklich kontinuierlich darum kümmern. Aber gut. Wir wollen uns ja nicht langweilen. So. Wir sehen, dass die Fabrik nicht mehr arbeitet. So. Da gehen wir doch noch einmal zu dem Monitor. So, jetzt ist hier wieder Ruhe und Stille. Und wir haben jetzt hier Bretterpaletten 4000 und 100% Info Bretterpaletten voll. Deswegen geht die Produktion nicht mehr weiter. Und wenn wir jetzt das gute Stück hier so einmal kurz hineinstechen dort unten. Wenn wir jetzt die Palette hier hochnehmen, dann geht die Produktion gleich weiter. Also sofern, wie gesagt, der Triggerplatz frei ist. Upa, upa. Ja, und dann stellen wir einfach die Palette hier auf unseren Trailer. Oha, oha. Ich glaube, wir machen das von der anderen Seite. Oder komme ich hier noch ein bisschen rum? So. Achtung, Achtung, Achtung. So, das muss reichen. Einmal absetzen, hervorragend. Zack. Einmal befestigen, das funktioniert. So, und jetzt wollen wir das Ganze verkaufen. Wo können wir das verkaufen? Verkaufen können wir das beim Sägewerk, also beim großen Sägewerk sozusagen.
wo wir auch Hackschnitzel verkaufen können. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir für diesen Spaß bekommen. So, und ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Sägewerk. Und wenn ich angekommen bin, sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da haben wir das auch fast geschafft. Wir nähern uns dem großen Sägewerk hier auf dieser Karte. Und hier müssen wir hinein. Und der Verkaufspunkt ist dort, wo man Hackschnitzelchen verkaufen kann. Da fahren wir mal hin. Wir haben jetzt 565.000 Euro. Da schauen wir mal, was wir für die Platte hier bekommen. Für die Platten. Die 65.000 haben wir. So, mal gucken, ob das funktioniert. Zack. 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 Nochmal. Und die letzte, bitte. Zack. 1.153 Euro. Haben wir bekommen. Für einmal Holz. Ist jetzt nicht so viel, aber man kriegt ja als zusätzliche Einnahmequelle noch die Hackschnitzelchen. Und da haben wir ja gesehen, dass wir mal kurz hier raus, zack. Dass wir gucken mal nochmal. Oh, guck mal, da ist sogar animiert dieser Schornstein. Auch sehr schön. Laut ist sie nur, finde ich. Wir haben jetzt schon knapp 5000 Hackschnitzel, die auch nochmal Geld bringen. Also, es ist gar nicht so wenig. Und ich denke, wenn das Ding kontinuierlich läuft und betrieben wird, hat man relativ schnell die 200.000 wieder raus und hat jede Menge Spaß an diesem guten Gebäude. Ja, es ist sehr laut. Ich persönlich würde es nicht direkt hier auf dem Hof stellen. Oder vielleicht in irgendeiner Ecke, wo man nicht die ganze Zeit vorbeifährt. Denn es ist wirklich sehr, sehr laut. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Link zu diesem Fabrikskript ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.